Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute wieder eine kleine Folge Hof Bergmann. Wir werden jetzt gerade zuerst mal Wasser hier hochbringen. Dann noch ein bisschen Stroh. Die Lageballen können wir schon mal ein bisschen, mal zwei, drei reinschmeißen, dann haben die schon mal ein bisschen was zu fressen. Kartoffeln, Auftrag fertig. Da holen wir uns jetzt gleich noch das Geld ab. Spritzen ist auch fertig. Dann haben wir noch ein Feld zum Ansehen. Glaube ich. Feld 6, irgendwas war das noch. Und ja, der Johnny hier, wie? Sitzt mal auf dem Hof zum Glück. Erstmal fertig. Johnny, hinter den Drescher müssen wir noch waschen. Silo ist auch abgedeckt. Das andere habe ich wieder alles schön, fein säuberlich. Mein Freund hat da wieder in den Drescher geschmissen. Kommentare kann ich jetzt leider noch keine lesen, weil ich nehme jetzt mal wieder 2-3 Folgen am Stück auf. Und auch genauso mit der Outstreams Map. 2-3 Stück am hintereinander, dann habe ich nämlich ein bisschen Puffer in der Woche über, falls noch was anderes anfällt oder so. Jo, Silo abgedeckt, ne? Schön verdichtet. Dann habe ich noch diese Silagewalze, habe ich noch gekauft. Die habe ich hier hingestellt. Da steht sie. Ne, war optimal. Also der Johnny, der Achter mit der Silagewalze, das ist perfekt. Das dann ruckzuck verdichtet, weil der ist ja auch, hat ja auch ein hohes Eigengewicht. Und, jo. Dann würde ich sagen, Dingerstreu habe ich aufgefüllt für unser eigenes Feld. Den hängen wir jetzt mal ab. Putzen brauchen wir die nicht, weil die brauchen wir eh gleich nochmal. Dann fahren wir jetzt gerade mal das Wasser hoch. Dann haben die Kühe schon mal Wasser und so weiter. Nicht, dass sie uns noch verdursten. Das wäre natürlich nicht gut. Wasser kommt hier rein. Ja, Wasser. Ja, schade, dass jetzt hier so kein Schlauchsystem dran ist. Läuft jetzt gerade so im Boden, ja. Ah, das sieht man, da steigt's. So, mal schauen. Was dann? Alle da. Ja, knapp 8000. Mischration, Silage, Heu, ach, Gras und Klee. Na gut, da können wir 2-3 Silageballen reinschmeißen, dass sie ein bisschen Futter haben. Strom brauchen wir noch. Da können wir wieder unten hinstellen. Wir bräuchten irgendwie noch so einen kleinen Hofschlepper für Wasserfass zu ziehen. Etc. Mal gucken, ob ich schon noch irgendwas finde. Was passendes. Den gleich nochmal an den Kartoffel, an den Kartoffelsitzmaschine. Dann fahren wir gleich auch zum nächsten Auftrag. So, was haben wir noch an Aufträge zu erledigen? 2 sind abgeschlossen, Feld 6 Kartoffeln. Feld 6. Ach, hier das, okay. Und dann direkt. Ah, direkt an beim Händler, okay. Gut. Dann fahren wir hier mal schnell hin. Kann er da weitermachen? Ja, da wir das letzte Mal den Hof kaufen mussten, hat das ganz schön viel Geld gekostet. Hat uns ziemlich in die Miesen gerissen. Wir mussten auf der Bank noch einen Kredit aufnehmen. Jetzt haben wir noch 16.000 übrig.
Wir müssen gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder Geld reinhole. Deswegen fahren wir die jetzt direkt zum nächsten Auftrag, kann der direkt weitermachen. Hier werden wir jetzt heute unser eigenes Feld mal noch bestellen. Dünger drauf schmeißen und dann pflügen. Lassen wir hier mal wieder in die zu Potte kommen, dann will ich noch ein Feld kaufen, aber ich weiß noch nicht welches. Bis ich wieder auf die Bank. Hab aber irgendwie gar keine Lust auf die Bank, also wir haben jetzt derzeit genug Kredite aufgenommen. Schon ordentlich. So, dann müsste hier von irgendwo die Feld einfahren. Ja, ja. So, dann kann ich direkt hier ansetzen. Ausfahren. So, und Abfahrt, Kollege. Fingersteuer, jawohl. So, jetzt haben wir gerade noch die Aufträge, die waren 36.000. Abschließen, dann Spritzen 26.000, ist auch fertig. Und jetzt haben wir noch das Feld 6, wo wir jetzt gerade dran sind mit 27.000. Was haben wir dann noch? Was haben wir dann noch? Boah, echt der... 50.000 Feld 13, 50.000 Kartoffeln. Wo ist Feld 13? Das hier. Okay. Zum Glück ist es ja nicht zum Ernten, weil das würde wieder Ewigkeiten dauern. Oh, 50.000, ey. Ich habe ihn angenommen, Freunde. Ich habe ihn angenommen. Hey, 50.000, das Geld können wir gut gebrauchen. Hier spritzen Feld 8. Feld 14, 8.000. Nehmen wir auch noch mit. 4.000, 4, 5, 6. Sojabohne. Feld 16. Nee, das lassen wir jetzt mal. Die drei haben wir jetzt. Der eine ist mir jetzt dran. Dann die 50.000, ey. Oh, das ist geil. Das gibt Schotter. Ja, dann würde ich gerne noch ein Feld kaufen. Feld 5 kostet 174.000. Feld 8 mit 82.000, das wäre schon wesentlich preisgünstiger, aber auch dementsprechend kleiner. Feld 7, das wäre jetzt noch so, wo ich sagen würde, ja. Von der Ackerfläche her. Feld 6 zu teuer. Feld 1, 166.000, 239.000, 400.000. Ja, das jetzt. Jetzt kommen die Großen. Na gut, 1 Million, ja, das ist. Der Schrott, das ist eine Wiese. Und also entweder Feld 8 für 82.000 oder Feld 7. Feld 5. 174.000, ja, der ist schon wieder 20.000, ja. Mal gucken, was haben wir da auf dem Konto? 79.000, geil. Läuft. Gut, ich wollte jetzt den Tieren noch Silageballen reinschmeißen, mach schon gleich und Stroh. Das mache ich ja gerade offline. Das ist ja jetzt nichts so weltbewegendes.
Wichtiger ist jetzt das Feld. Und den Johnny noch zu putzen, irgendwie. Kann man da auch noch fahren? Ja, komm mal. Und extra auf die Straße. Das müssen wir nämlich pflügen. Dann setzen wir mal wieder den Achter hin im Flug. Schleuder. Ist gut. Das ist doch sehr schön. Ja, ich muss mir jetzt mal gucken. Sonntags mit dem Railway Empire, das ist ein bisschen dünn. Ich versuche, dass ich sonntags dann noch zwei Folgen zusätzlich mache. Einmal, ich weiß noch nicht, mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ach, was mache ich denn jetzt so da? Ich will auch nur anschalten. Und ja, muss gucken. Wir machen jetzt demnächst mal einen Test. Mein Schwager und ich, der Andreas, Typhoon. Weil der hat die größere oder etwas bessere Internetleitung, upload-technisch. Dass ich dann die Folgen aufnehme, auf den Stick mache, zu ihm fahren, dann hochlade. Weil dann würden auch mehr Folgen kommen. Wäre für mich auch besser. Brauche ich nicht immer jeden Tag so lange den Rechner laufen zu lassen. Würde ich dann auch Strom sparen. Und ich bin dann flexibler. Ich habe dann eine Woche ein bisschen Zeit für was anderes noch zu machen. Und könnte dann besser mit dem Upload arbeiten. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal testen. Ob das auch funktioniert soweit. Und dann, wenn es klappt, wäre natürlich prima. Müssen wir jetzt abwarten. Also der Fanpick, ich hab's ja schon mal gesagt in der Folge, der läuft wirklich schön, ey, also bin begeistert von dem. Macht seine Arbeit, hat auch gut Kraft. Also wie gesagt, der bleibt auf jeden Fall auf dem Hof. Aber ich muss mal gucken, ich hätte gerne noch irgendwie was, sowas, so ein kleiner Hofschlepper irgendwie. Man hat früher immer so einen Hofschlepper, muss auch nicht unbedingt ein Nummernschild haben. Ob es da läuft, um Hof so Wasserfass ziehen, oder mich wagen. Ja, so Kleinigkeiten. Wollen leider arbeiten. So Sachen halt. Big Packs zur Not. Schweinefutter also, oder Mischfutter transportieren. Ne, dafür wäre so ein kleiner Hofschlepper optimal. Dem fällt sich, ja, das sind ja noch das Langliege für das Feld. Da brauchen wir nicht um extra was zu holen. Ja, außerdem die Big Macs haben unten auf dem Hof im Regal gestanden. Sie ist gesagt, es wäre Deko, aber bin schon Steuer hingefahren, habe dann auf Laden gedrückt und hat funktioniert. Da steht jetzt noch ein Kalb-Backpack, Schweinefutter, glaube ich, und Saatgut. Weil die nämlich noch zuerst leer machen. Und wenn wir jetzt, wir haben jetzt den Großauftrag angenommen, die 50k, 50.000. Dann müssen wir da sowieso irgendwie einen Überladewagen noch hinschaffen mit Saatgut. Apropos Saatgut, wir können ja auch unser eigenes Saatgut herstellen. Ja, das können wir machen. Dann haben wir nämlich auch nochmal Geld gespart.
So, das sieht schon besser aus. Ah, GPS brauchen wir noch. GPS. So, dann haben wir das nämlich schon mal gedüngt. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Das ist auch schön. Schön ausmachen den Steuer, weil unnötig brauchen wir das nicht auf die Wege zu streuen. Kostet ja auch alles Geld. Und so verschwenderisch brauchen wir ja nicht zu sein. Das macht auch heute keiner mehr, ne? Das kostet alles Geld. Ja, noch einmal hoch, noch mal. Perfekt. Weißt du, die nächste Frage, was zählen wir hier an? Ich meine, Stroh haben wir auf jeden Fall genug. Wir haben Rundballen, wir haben Quaderballen an Stroh. Da bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Aber Mais könnte man ansehen. Mais brauchen wir noch für die Schweinefutterproduktion. Dafür brauchen wir noch Mais. Silage könnte man. Brauchen wir auf jeden Fall noch Mais. Also würde ich sagen, wir sehen dann mal Mais an. Und wir brauchen noch ein Feld. Perfekt. Läuft. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. So, dann auf den Hof. Währenddessen ein bisschen die Landschaft genießen, die Aussicht. Ja, dann machen wir hier Mais auf jeden Fall. Oh, der Helfer spät. Kann sein, dass er das Saatgut leer ist. Wie gesagt, dann müssen wir jetzt uns noch einen Überladewagen kaufen. Mit Saatgut, mal das Saatgut reinschmeißen können. Und dann brauchen wir nicht jedes Mal mit der Kartoffelsetzmaschine irgendwie da mit Big Bags darum hantieren und so. Geht auf jeden Fall schneller und einfacher. Und wir können ihn auch benutzen für unsere eigenen Felder später mal die ansehen. Das ist auch eine Zeitersparnis. Dann brauchen wir nicht immer einen Hof zu fahren extra. So, jetzt muss ich den Gang mal ein bisschen absenken, sonst sehe ich nämlich nichts. Das ist schon besser. Perfekt. So, dann den Johnny. Eben noch geputzt, jetzt schon wieder im Einsatz. Sonst. Das war knapp. Jetzt noch gegen den Pfosten gedonnert, das wäre es gewesen.
Oh, steht sogar richtig rum. Perfekt. So, mein Freund, dann kannst du mal pflügen. Viel Spaß. Wieso hupt der, wenn der hier oben auf dem Feld ist? Aha. Nee, nee, nee. So, Freunde, das war's dann. War das schon? Ja, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich schmeiße jetzt gerade bei den Kühen noch ein bisschen Stroh ein und Silageballen haben wir auch noch da. Dann haben die wenigstens schon mal was zu fressen. Und den Drescher hier noch ein bisschen waschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, übermorgen. Morgen kommt dann wieder der Old Bio Oldtimer Farm. Und ich habe schon wieder in der letzten Folge vergessen, euch den Kipper zu zeigen, den neuen. Und ja, machen wir jetzt aber in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal dran denke, die Links unten in die Videobeschreibung zu setzen von den Mods, von den Oldtimer Mods. Ich vergesse es jedes Mal, keine Ahnung. Tja, mal mit alt irgendwie. Ne? Dann noch einen angenehmen Tag. Macht's besser aus, Freunde. Ne? Fahrt langsam, dass ihr morgen wieder alle dabei seid. Und Abo und ein Like da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Kannst jetzt gerne tun. Abonnieren. Bis morgen dann. In diesem Sinne. Wir gucken gerade ein bisschen den Kühen zu. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.